willkommen zu einem kleinen Special zum Vollmond in der Jungfrau, der am 19.02.2019 hier ganz am Anfang der Jungfrau stattfindet. Die Sonne befindet sich hier ganz am Anfang in den gegenüberliegenden Fischen. Der Mond befindet sich ganz am Anfang der Jungfrau. Sonne und Mond, die beiden großen Lichter, stehen sich hier genau gegenüber, was bedeutet, dass es für uns nun darum geht, zwei sehr gegensätzliche Lebensbereiche in Einklang zu bringen. Für manch einen geht es aber eventuell auch darum, hier zwei sehr unterschiedliche, vielleicht auch sehr widersprüchliche Aspekte der eigenen Persönlichkeit in Einklang zu bringen. Für wieder andere geht es vielleicht auch darum, zwei sehr gegensätzliche Positionen, Meinungen, Bedürfnisse innerhalb von einer Beziehung in Einklang zu bringen. Merkur, der Kommunikationsplanet, der Herrscher der Jungfrau, befindet sich zum Vollmond hier in den Fischen, also genau im gegenüberliegenden Zeichen, in Konjunktion zu Neptun, dem Herrscher der Fische. Und Merkur hat aus klassisch-astrologischer Sicht in den Fischen eine ziemlich herausfordernde Position. Denn während die gegenüberliegende Jungfrau, deren Herrscher Merkur, wie gesagt, ist auf das Praktische, auf das Nützliche, auf das Rationale, auf das Logische, auf sachliche Informationen ausgerichtet ist, geht es in den gegenüberliegenden Fischen, in denen Merkur sich nun zurechtfinden muss, um Gefühle, um Stimmungen, um Eingebung, um Intuition, um Fantasie, um Träume, um Sehnsüchte. Die Fische symbolisieren auch das Göttliche, das endlose All, in dem wir uns befinden und in dem der sehr kleine Merkur sich manches Mal durchaus verloren fühlen kann. Denn Merkur, der sich hier alles logisch erklären können will, der auch anderen alles auf eine rationale Art begreiflich machen will, kann hier einige Schwierigkeiten haben, in dieser endlosen Weite der Fische halt wirklich sich auf eine logische Art alles erklären zu können. Die Fische symbolisieren die feinstoffliche Welt, in der es halt um Stimmung geht, um Eindrücke. Hier können wir uns meinetwegen in einem Raum befinden, der rein irdisch gesehen, also materiell gesehen, perfekt aussieht, alles ist sauber und ordentlich, die Möbel sehen gut aus, aber die Stimmung gefällt uns aus irgendeinem Grund nicht. Hier hätten wir also genau die Gegensätze zwischen der Jungfrau, dem irdisch-materiellen, und zwischen den Fischen, die unsere Stimmungen symbolisieren. An was sollen wir uns nun ausrichten? An was sollen wir uns orientieren? Genau dazu fordert uns ein Vollmond in der Jungfrau auf, bei dem sich halt genau diese beiden Zeichen gegenüberstehen und eine Balance von uns erfordern. In einem konkreten Beispiel könnte sich das zum Beispiel so gestalten, dass eine Frau einen großen Kinderwunsch hat. Vielleicht schon seit Jahren wünscht sie sich kaum etwas sehnlicher als eine Familie zu gründen. Dann verliebt sie sich aber Hals über Kopf in einen Mann, der ihr klipp und klar sagt, ich will keine Kinder. Ich werde nie eine Familie mit dir gründen. Emotional fühlt sie sich aber zutiefst zu diesem Mann hingezogen. Wenn sie das Ganze aber von der nüchternen, von der rationalen, von der pragmatischen Seite der Jungfrau betrachtet, dann muss sie sich sagen, okay, dann ist der Mann halt einfach nicht das Richtige für mich, denn ich will
ein Kind. Ich will eine Familie gründen. Wenn sie jedoch hier sich auf die Fische-Seite begibt und halt vollkommen ihren Gefühlen hingibt, dann könnte sich im Laufe der Beziehung vielleicht einiges ändern und der Mann entscheidet sich doch letztlich dafür, eine Familie mit ihr zu gründen. Oder aber sie bemerkt vielleicht, dass ihr Kinderwunsch doch gar nicht so im Vordergrund steht, sondern dass die Liebe zu diesem Mann für sie wesentlich wichtiger ist. Oder aber sie entscheidet sich dafür, hier ihre Gefühle mehr beiseite zu schieben, sich auf das Nützliche, Pragmatische zu konzentrieren und dementsprechend sich einen Mann zu suchen von vornherein, der sagt, ich will auch Kinder. Ja, und das oder Ähnliches kann sich natürlich auch in ganz anderen Lebensbereichen abspielen. Meinetwegen zum Beispiel im beruflichen Bereich können wir einen Job haben, der uns zutiefst erfüllt, der uns unheimlich viel Spaß macht, aber der uns eventuell nicht genug Geld bringt. Auf der anderen Seite können wir uns auch in einem Job befinden, der uns gutes Geld bringt, der uns emotional aber nicht befriedigt oder der uns emotional eventuell sogar erschöpft. Auch das wäre genau ein Beispiel, in dem wir uns fragen müssen, orientieren wir uns nun am Pragmatischen, am Nützlichen, sprich am Geld, was uns dieser Job an Geld bringt, oder orientieren wir uns am Emotionalen, was in dem Fall hier durch die Fische symbolisiert werden würde. Ein Vollmond bringt uns halt immer dazu, hier ein Gleichgewicht herzustellen. Und manchmal bedeutet das auf einer Seite oder auf der anderen Seite und manchmal auch auf beiden Seiten gewisse Abstriche zu machen, denn hier will eine Balance hergestellt werden. Dies ist ein äußerst interessanter Vollmond und zwar aus dem Grund, weil ein Vollmond ja normalerweise den Abschluss eines Zyklus symbolisiert. In dem Fall ist es aber nicht nur der Abschluss eines Zyklus mit dem Vollmond in der Jungfrau, sondern es ist gleichzeitig auch der Beginn eines ganz neuen Zyklus. Nicht nur der Beginn eines neuen Mondzyklus, wie es jeden Monat der Fall ist, sondern zeitgleich betritt auch Merkur zum Vollmond hier seinen Schatten in den Fischen. Merkur wird Anfang März 2019 ganz am Ende der Fische rückläufig und er wird dann während seiner Rückläufigkeitsphase hier genau auf den Punkt zurückkehren, auf dem er sich zum Vollmond in der Jungfrau befindet, was wir in der Astrologie als den Eintritt in den Schatten bezeichnen. Mit diesem Vollmond in der Jungfrau beginnt also zeitgleich auch die Rückläufigkeitsphase von Merkur, dementsprechend hier ein Ende und ein Beginn zugleich, beziehungsweise vielleicht wird ein gewisses Ende hier auf irgendeine Art noch rausgezögert. Denn ein rückläufiger Merkur möchte uns ja immer dazu auffordern, einen bestimmten Weg nochmal zurückzuverfolgen. Etwas Wichtiges, was wir vorher nicht erkennen konnten, was wir nicht sehen konnten, was wir einfach nicht wussten, bestimmte Informationen, die uns gefehlt haben, müssen wir halt erst während der Rückläufigkeitsphase von Merkur noch einholen. Dementsprechend möchte dieser Vollmond uns auch dazu auffordern, hier unsere Gefühle mit unserem Verstand in Einklang zu bringen und dementsprechend auch zu schauen, wo wir halt vielleicht mit dem Verstand zu weit hinaus in die Zukunft gehen oder aber auch vielleicht zu weit zurück in die Vergangenheit, sprich wo wir nicht im Hier und Jetzt sind, denn darum geht es in der Jungfrau. In der Jungfrau geht es darum, im Hier und Jetzt zu sein. Merkur erhält hier aber
wirklich starke Unterstützung, denn Merkur bildet nicht nur die Konjunktion zu Neptun in den Fischen, sondern er bildet auch ein harmonisches Sextil hier zu Saturn und zu Venus im Steinbock. Der Steinbock will uns immer darin unterstützen, uns auf das zu konzentrieren, was uns langfristig die besten Ergebnisse sichert, ja. Und dementsprechend erhält Merkur hier auch eine gewisse Konzentration zusätzlich noch auf das Pragmatische und sich an dem zu orientieren, was halt wirklich die irdischen Bedürfnisse befriedigt, ja, also dass man hier nicht zu weit abschweift, wie es mit Merkur in Konjunktion zu Neptun in den Fischen durchaus der Fall sein kann, also sprich, dass man sich in seiner Fantasie, in seinen Träumen zu weit hinaus wagt und dementsprechend sich zu weit von dem entfernt, was tatsächlich machbar ist oder was jetzt gerade im Moment zumindest wichtig ist. Denn in der Jungfrau, so wie auch im Steinbock, geht es immer darum, die Dinge Schritt für Schritt anzugehen. Man kann oder sollte sich hier sogar hohe Ziele setzen, aber es geht darum, gut Ding will Weile haben, die irdischen Mühlen mahlen langsam und dass man dementsprechend hier auch eine gewisse Ausdauer und eine gewisse Geduld mit einbringt. Dieser Aspekt, den ich eben schon kurz angesprochen habe, dass es hier so wichtig ist, unsere Gefühle mit unserem Verstand in Einklang zu bringen oder aber auch unsere Gefühle überhaupt verstandesmäßig erkennen zu können, damit wir sie anderen überhaupt auch begreiflich machen können oder damit wir sie halt selbst auch besser verstehen, das ist aus mehrerlei Hinsicht ein sehr wesentlicher Aspekt, denn Merkur wird hier während seiner Rückläufigkeitsphase in den Fischen mehrfach ein harmonisches Trigon zum aufsteigenden Mondknoten im Krebs, zum Zeichen der Gefühle schlechthin bilden. Zudem befindet sich zum Vollmond in der Jungfrau der Horoskopfaktor, sprich der Mond, der unsere Gefühle symbolisiert, der unsere emotionalen Bedürfnisse symbolisiert, in einem höchst intellektuellen, pragmatischen, rationalen, analytischen Zeichen wie der Jungfrau. Dementsprechend ist diese Zeitqualität außerordentlich gut dafür geeignet, hier unsere Gefühle mit unserem Verstand in Einklang zu bringen. Und die kommenden Wochen mit der Rückläufigkeitsphase von Merkur sind zudem sehr gut geeignet, die emotionale Seite unseres Verstandes, also die intuitive Seite unseres Verstandes, mit der rationalen, logischen Seite unseres Verstandes in Einklang zu bringen. Also ein sehr wichtiger Vollmond, weil er nicht nur den Abschluss eines Zyklus anzeigt, sondern den Beginn eines ganz neuen Zyklus mit der Rückläufigkeitsphase von Merkur. Wie immer könnt ihr euch sehr gerne persönlich von mir beraten lassen. Ich führe natürlich persönliche Sitzungen durch via Skype oder auch telefonische Sitzungen. Ich erstelle Aufnahmen zu euren Geburtshoroskopen, zu Partnerschaftshoroskopen, zu eurer persönlichen Zeitqualität, zu Kinderhoroskopen oder auf Anfrage auch zu ganz spezifischen astrologischen Themen. Wie immer könnt ihr auch gerne auf meinem Blog vorbeischauen. Ich werde nun nicht mehr sagen, dass ihr mich auf Google adden könnt, denn ich habe kürzlich eine E-Mail von Google erhalten, dass wohl demnächst, irgendwie Anfang April, hier diese Google-Konten eingestellt werden. Dementsprechend macht das dann nicht mehr viel Sinn. Aber ihr könnt mich zum Beispiel auf Pinterest adden, dann seht ihr automatisch dort, wenn ich was gepostet habe auf meinem Blog. Und wie immer freue ich mich auch sehr über eure Spenden für meinen YouTube-Kanal und bedanke mich ganz herzlich bei denjenigen von euch, die gespendet haben. Einen wundervollen, hoffentlich sehr heilsamen Vollmond in der Jungfrau und einen erfolgreichen Einstieg in die Rückläufigkeitsphase von Merkur. Alles Gute, bis bald, ciao.